Wir sehen jetzt das Querschnittbild eines ungeborenen 12-Wochen-Kindes in Realzeitsonographie. Das Kind ist in diese Richtung gelagert. Sie sehen jetzt den Kopf des Kindes hier, den Körper des Kindes dort und dieses Bild ist die Hand des Kindes, die sich dem Mund nähert. Betrachten wir das Kind etwas näher, können wir das Auge erkennen, beziehungsweise die Augenhöhle hier. Die Nase des Kindes hier, das ist der Mund des Kindes. Ja, wir können hier sogar die Gehirnkammer erkennen. Dies ist ein mit Flüssigkeit gefüllter Raum im Gehirn. Wir sehen den Körper des Kindes mit den Rippen als Silhouette und das Rückgrat des Kindes hinten. Dieser schwammige Gewebebereich oben am Schnitt scheint die Plazenta zu sein, die Nachgeburt des Kindes. Und hier unten, am Rand des Bildschirms, sind die Schenkel erkennbar, die unteren Extremitäten des Kindes hier am Körper. Und nun sollten wir zum Geschehen übergehen. Wir sehen das Herz in der Brust des Kindes schlagen. Das Herz schlägt ungefähr 140 Mal in der Minute. Und wir können sehen, dass sich das Kind ziemlich ruhig im Uterus bewegt. Wir sehen, dass es von Zeit zu Zeit die Stellung wechselt. Es liegt noch in derselben Richtung und hier bewegt sich die Hand, der Daumen des Kindes kommt zum Mund. Die Bewegungen des Kindes sind nun wieder ruhig in seinem Schutzraum. Nun, dieser Schatten, den wir jetzt unten neben dem Bildschirmrand sehen, ist die Saugspitze. Wir haben die Saugspitze absichtlich gefärbt, damit Sie das Instrument besser erkennen können. Der Abtreiber hat jetzt den Gebärmutterhals erweitert und führt jetzt die Saugspitze ein. Diese Hin- und Herbewegung können Sie auf dem Bildschirm sehen. Sie werden beobachten, wie sich die Saugspitze von hier zum Kind bewegt, wie das Kind sich davon zurückzieht und viel heftigere, hektische Bewegungen ausführt. Das Kind bewegt sich viel zielbewusster. Seine Richtung ändert sich von Zeit zu Zeit. Es bewegt sich hier wieder rückwärts. Nun hat die Saugspitze das Kind zwar noch nicht wirklich berührt, und trotzdem ist das Kind bereits äußerst erregt und in hektischen Bewegungen. Das Kind hat sich jetzt in die Profilansicht zurückbewegt und die Saugspitze blitzt wieder über den Bildschirm. Der Mund des Kindes ist jetzt offen. Und wir werden dies in einem Moment wieder in einem Filmbild sehen. Diese Saugspitze jedoch, deren hektische Hin- und Herbewegung unten auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist das tödliche Instrument, das letztlich das Kind zerreißen und vernichten wird. Erst nachdem die Fruchtblase springt, das Fruchtwasser abgeht, richtet sich die Saugspitze gegen das Kind. Aber wir sehen, wie sich die Saugspitze hin und her bewegt, wie der Abtreiber den Körper des Kindes sucht. Und erneut sehen wir wieder den weit geöffneten Mund des Kindes, den stillen Schrei in diesem Filmbild. Es ist der stille Schrei eines Kindes, dessen Vernichtung unmittelbar bevorsteht. Jetzt schlägt das Herz bedeutend schneller und die Bewegungen des Kindes werden hektisch. Es fühlt sich in seiner Sicherheit bedroht. Es bewegt sich weg, zur linken Uterusseite, in einem mitleiderregenden Versuch, den erbarmungslosen Instrumenten zu entgehen, die der Abtreiber zur Vernichtung seines Lebens benutzt. Die Herzschläge werden wieder sichtlich schneller. Wir können sie mit etwa 200 Schlägen in der Minute ansetzen. Ohne Zweifel spürt das Kind die tödlichste Gefahr, die man sich vorstellen kann. Die Membran ist nun punktiert und das Fruchtwasser abgegangen. Die große Flüssigkeitsmenge, die das Kind umgibt, ist nicht mehr sichtbar. Sobald jedoch die Flüssigkeit abgeflossen ist,
hängt die Saugspitze fest am Körper des Kindes. Das Kind wird durch die Saugspitze des Abtreibers mit negativem Saugdruck nach unten gezogen und der Körper wird somit systematisch vom Kopf gerissen. Der Kopf des Kindes befindet sich dabei in dieser Richtung. Ich umreiße jetzt den Kopf des Kindes. Die unteren Extremitäten sind bereits verloren und wir sehen die Saugspitze von Zeit zu Zeit auf dem Bildschirm sich wie eine taifunartige Echoserie bewegen. Und das Kind wird hin und her gerissen. Die Saugspitze haftet nun am Körper und der Abtreiber setzt nun die Zugkraft am Kind an. Der Kopf des Kindes ist noch erkennbar, der Körper allerdings nicht mehr. Er wurde vom Kopf weggerissen. Was wir hier sehen, ist der eigentliche Kopf mit dem sogenannten Mittellinienecho des Kopfes und die Knochensplitter oder Fragmente. Nun, dieser Kopf, den ich hier umreiße, dieses 12-Wochen-Kindes, ist einfach zu groß, um in einem Stück aus dem Uterus gezogen zu werden. Der Abtreiber muss nun versuchen, sein Instrument, die Geburtszange, zu verwenden und damit den Kopf fest zu umfassen. Der Abtreiber versucht, den Kopf mit seinem Instrument zu zerdrücken, um ihn stückweise aus dem Uterus zu entfernen. Beide, der Abtreiber und der Anästhesist, benutzen eine Geheimsprache, die sie psychologisch vor der grausigen Wirklichkeit ihrer Handlung schützt. Der Abtreiber und der Anästhesist beziehen sich jetzt auf den gesuchten Kopf des Kindes als schlichtweg Nummer 1. Und der Anästhesist fragt den Abtreiber: Ist Nummer 1 draußen? Sind wir fertig? Hin und wieder sind die löffelartigen Teile dieses Instrumentes hier, dort auf dem Bild zu erkennen. Der Kopf schwebt üblicherweise frei im Uterus. Die Löffel oder Schneiden des Instruments, die sich hin und her bewegen, sind rechts zu sehen. Und der Kopf wird nun mit der Geburtszange gefangen und wird nun nach unten gezogen in die Richtung des Gebärmutterhalses. Was wir jetzt sehen, sind eigentlich nur noch die Bruchstücke, die Fragmente, die Gewebeteile, die darauf hinweisen, dass hier einmal ein lebendiges, hilfloses, winziges menschliches Wesen war.